Iguana Scales Datenmanagement im Spezialtiefbau von Iguana. Egal ob Tunnelvortrieb, Drainagebohrungen oder Unterfangung von Gebäuden, wird unter Tage gearbeitet, fallen eine Menge Messdaten an, die zur Qualitätssicherung unerlässlich sind. Die Plattform Iguana Scales macht jetzt sämtliche Maschinendaten herstellerübergreifend zu jeder Zeit abrufbar. Der Analyse- und Aufwertungsaufwand wird dadurch enorm reduziert, um bis zu 70%. E-Plate – The Easy and Smart Gastro Solution von P. Dussmann GmbH. Betriebsgastronomie 4.0. Dussmann Service bringt gemeinsam mit dem Softwareentwickler Avus Service und dem Porzellanhersteller Bauscher eine digitale Lösung für große Betriebsrestaurants auf den Markt. Mit E-Plate bezahlen die Gäste Speisen und Getränke automatisch über einen im Geschirr eingebauten Chip. Die Vorteile für Menschen und Unternehmen? Kein zeitraubendes Warten an den Kassen mehr, hohe Zuverlässigkeit und effiziente Abläufe. Nachhaltige Holzverarbeitung dank Optimierung von RISC Software und Phil. In einer gemeinsam umgesetzten Optimierungslösung für die Produktion von Leimbindern werden mit einem Algorithmus der beste Zuschnitt und die optimale Anordnung der Bretter im Leimbinder berechnet. Die Optimierung läuft auf der Produktionsanlage selbst und verarbeitet die Daten der Steuerung nahezu in Echtzeit. Es ist die maximale Effizienz. In jedem Taktzyklus wird ein neuer Plan für die Maschinensteuerung berechnet. Smart Data Analytics im Bereich Ersatzteillogistik und After Sales bei Traktorenwerk Lindner von Fraunhofer Austria Research und Traktorenwerk Lindner. Lindner Traktorenwerk bietet eine 30-jährige Garantie für die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und setzen dabei auf moderne Analysewerkzeuge. Mit einem Datenmodell von Fraunhofer konnten die Lieferfähigkeit erhöht, Lagerkosten reduziert und Lieferzeiten verkürzt werden. Die Analyse von Warenkörben und computergestützte Prognosen erleichtern den MitarbeiterInnen im Ersatzteilmanagement die Planung. FredGet, ein neues Cybersecurity-Management-System von Lieber Software und dem AIT, Austrian Institute of Technology. Mit der Einführung der europäischen Sicherheitsrichtlinie nach ECE-Level wird Fahrzeugherstellern vorgeschrieben, die Cybersicherheit ihrer Fahrzeugsysteme nachweislich zu überprüfen. Mit FredGet, entwickelt in Österreich, wird Security by Design Realität. Es überprüft automatisch Cybersicherheitsbedrohungen sowie Schwachstellen und schlägt entsprechende Lösungsansätze für das Systemdesign vor. TimeFuse von NoCenter Research Center for Data-Driven Business and Big Data Analytics. Zeitreihendaten bilden die Grundlage für das Vorwegnehmen von Verhalten im produzierenden und industriellen Umfeld. Die Web-Applikation ermöglicht die interaktive Analyse dieser Daten, um etwa Service- und InstandhaltungsmitarbeiterInnen zu unterstützen. TimeFuse kann Ereignisse in großen Signaldaten erkennen und vorhersagen, Muster und Verhaltensweisen in historischen Daten finden sowie passende Ressourcen empfehlen.